Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Diesmal geht es um den zweiten Teil von der Abrechnung von Yvonne Moulin mit Malkiel und auch Sanjay. Und das ist durchaus interessant. Also wer noch gar nicht im Thema ist, sollte sich den ersten Part angucken. Und der zweite hat es auch nochmal umso mehr in sich und es wird immer spannender. Und ich habe so viel Material aus diesen Stories, dass ich auch noch einen dritten Teil machen kann. Wie gesagt, zeigt mir das mit einem Like. Wenn wir wieder 500 Likes schaffen, wird es den dritten Teil geben. Ich drehe den für euch ab. Wenn es keine 500 Likes gibt, dann gibt es das Video nicht. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Ja, es hat das letzte Mal so gut geklappt und euch werden die Videos besser vorgeschlagen. Mir macht es auch ein bisschen mehr Spaß, wenn ein bisschen mehr Interaktion da ist. Und ihr habt so viele Kommentare geschrieben und auch Abos dagelassen, was echt der Wahnsinn ist. Also lasst das gerne in Zukunft so weitermachen. Das macht nämlich mir dann umso mehr Spaß, hier auch zu berichten. Ja, also vielen lieben Dank und danke für die ganzen Nachrichten. Mir geht es schon deutlich besser. Ich glaube, man hört noch ein bisschen an der Stimme, dass ich ein bisschen am Kränkeln war, aber ich denke, es ist auszuhalten. Ansonsten möchte ich auch vorneweg hier nochmal anschließen an das letzte Video. Was eine Frau mit ihrem Körper macht oder getan hat, ist ihre Sache. Und diese ganzen Gerüchte, die jetzt rumkursierten, finde ich auch so ein bisschen schwierig. Ja? Man muss ja eine Person nicht mögen, aber immer wieder sich irgendwas aus der Vergangenheit rauszuziehen und irgendwelche privatesten Dinge in den Raum zu werfen oder Gerüchte zu streuen, finde ich persönlich schwierig. Ja? Also ihr könnt das gerne anders sehen, aber ich fand das auch so ein bisschen too much. Und was da alles so gesagt wurde, das wird Yvonne euch jetzt gleich in dem nächsten Part zeigen und auch erzählen. Und ich kann euch sagen, der dritte Teil ist noch heftiger, denn da gibt es auch wirklich Memos, die hin und her geschickt wurden. Und ich sage euch eins, es lohnt sich, aber da müsst ihr auch dranbleiben und mir das unten zeigen. Weil wie gesagt, es ist so viel Material, das wäre sonst ein 1,5-Stunden-Video gewesen. Also ohne Witz, das ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Von daher seht es mir nach, dass ich das so ein bisschen aufteile. Ich denke, für euch ist es auch angenehmer, wenn man das so in 15 bis 20 Minuten Videos aufteilt, als wenn man jetzt ein 1,5-Stunden-Video hochlädt. Ja, finde ich zumindest immer cooler. Weil wer hat so viel Zeit am Ende des Tages, ja? Also, schreibt auch gerne euer Feedback mal unten rein, wie ihr das so findet. Also ich denke, so eine Trilogie ist schon ganz passend gewesen bei so viel Material. Aber ich zeige euch jetzt erstmal einen sehr langen Part von Yvonne. Ich werde dann meinen Senf natürlich noch dranhängen. Wie gesagt, ich bleibe dabei, egal was jetzt die Leute miteinander haben und auch, dass Yvonne vielleicht hier und da auch mal austeilt. Immer sich diese Punkte rauszusuchen aus der Vergangenheit, finde ich so ein bisschen schwierig. Ja? Weil wie gesagt, was eine Frau mit ihrem Körper mal getan hat oder nicht, ist ihre Sache. Und dass es dann auch noch falsche Behauptungen waren, toppt halt auch nochmal die ganze Sache. Ja? So viel dazu. Aber hört erst mal selbst. So, wir gucken uns das jetzt hier live vor der Cam an. Wir sind vom Essen jetzt zu Hause. Ich habe den ersten Satz gerade gehört und dachte, das darf nicht wahr sein. Also es darf wirklich nicht wahr sein. Deswegen, Patrick, wir gucken uns jetzt von seinem Handy. Gott sei Dank hat Kritik ist kein Hate, das einzeln aufgenommen. Sein Statement, weil mich hat er auf Insta blockiert, ich kann ihn nicht anschauen. Schon bei dem ersten Satz, der lügt ja schon. Der lügt, sobald sich der den Mund aufmacht. Und nach jeder Sache, die er sagt, widerlege ich das und beweise es mit einem Beleg, okay, was die Wahrheit ist. Das dauert zwar jetzt hier so ein bisschen, weil das natürlich Arbeit ist, aber ich habe einfach die Schnauze voll von Lügen, von beschmissen werden mit Dreck, also mit Lügen, ja, kritisieren uns was anderes, aber hier geht es um Lügen und misogyne Vorfälle. Ich habe einfach die Schnauze voll, dass mir irgendwelche Männer da immer reinkommen. So, warte, also. So, meine Lieben, jetzt muss ich leider auch mal was zu gestern sagen und was jetzt alles an Anschuldigungen auch kam. So, es wurde mir ja immer wieder zur Last gelegt. Kann man hier Pause machen? Ja, wenn man festhält. Also als allererstes, das sind keine Anschuldigungen. Ich muss mich hier verteidigen. Und ich sage klare Fakten. Das sind keine Anschuldigungen, Michael. Das weißt du selber. Weil Anschuldigungen sind Lügen, Behauptungen, die nicht stimmen, die ihr mir angetan habt in den letzten Wochen. Ja, nicht ich euch, ihr mir. Das habt ihr mir angetan. Und das widerlege ich jetzt, okay? Die man mir privat gesagt hätte, ausgeplaudert. Das kann ich auch jetzt auch ganz genau sagen, welche ganze zwei Dinge es waren. Jetzt bin ich gespannt, welche Dinge es denn sind. Das war einmal, dass mir die Yvonne gesagt hätte, ich sollte den Erik gut besprechen. Erste Lüge. Ich habe niemals gesagt, er soll den Erik gut besprechen.
Es stimmt nicht. Ich hab, das stimmt nicht. Sommerhaus hat noch gar nicht begonnen. Da haben wir uns darüber unterhalten, über die einzelnen Protagonisten. Und da habe ich gesagt, bevor Sommerhaus begonnen hat, ich wusste ja noch gar nicht, was da kommen wird, ja, hat er mich gefragt, was ich von Erik halte und all das. Und ich habe ihm gesagt, Erik hat eine ganz schöne Pressekontakt, ganz schöne Pressemacht, ja. Und ich würde den nicht zu hart durch den Kakao ziehen, weil ich seine Videos jetzt kenne. Das sind meine Worte gewesen und die Worte belege ich euch jetzt. Nadja, du kannst, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich zu dir nicht gesagt habe, du sollst ihn ja nicht negativ kommentieren. Das habe ich so einfach nicht gesagt. Und ist es okay, ich sehe, wie du das siehst, es ist deine Auslegungssache, ist in Ordnung. Ich bin sehr korrekt in Aussagen und so. Und deswegen, das habe ich ja auch bei Saniel, das habe ich dir auch gesagt mit den Sachen, das auch angekreidet. Es ist okay, ne? Also, alles so gut. Ich habe ehrlicherweise ja nichts anderes erwartet eigentlich, ne? Deswegen ist es alles in Ordnung. Es ist deine Auslegungssache, wie du es nennst. Eine Meinungsbloggerin sagt dir, du sollst ihn ja nicht negativ kommentieren. Ich wollte dir mit geh nicht so hart an, Presse und so. Ich wollte dir damit nur was Gutes. Du legst mir das als was Negatives, als was Schlechtes aus. Hab ich draus gelernt, mein Kerl. Ist nicht schlimm. Nochmal dann, ich wünsche dir alles Gute, aber dann, ne, werde ich mit dir bestimmt nicht mehr irgendwelche privaten Gespräche austauschen. Und deine Auslegungssache, ja, habe ich verstanden, wie du die Dinge auslegst. Ernsthaft gesagt. Ist in Ordnung. Sollte ja jetzt auch nicht wirklich zum Bruch führen. Aber ich merke, du bist genauso kritikfähig wie die AfD bei der Umweltpolitik. Hast du gerade nicht ernsthaft gesagt, ne? Vor allen Dingen kritikfähig. Ich merke eher, dass du in dem Strudel Saniel Ramon bist. Also, Michael, ich mochte dich echt, ne? Aber das, was du gerade gesagt hast, dass ich genauso kritikfähig wie die AfD bei der Umweltpolitik bin, das ist das Allerletzte, Michael, das Allerletzte. Hast dich schön von Saniel anstacheln und aufstacheln lassen, aufhetzen lassen, alles gut und schön. Nochmal, ich meinte es gut zu dir, als ich das gesagt habe. Wir haben einen privaten Meinungsaustausch gehabt, den kein Schwanz irgendwas was angeht. Du verdrehst es in der Öffentlichkeit mit Saniel im Video. Ich bin bei euch beiden sehr Thema, wie ich merke. Ist interesting und deshalb, ne? Schade, Michael, schade. Vielleicht hatte Nina Christine doch recht gehabt, aber ich habe immer gesagt, ich mache mir meine eigenen Bilder von Menschen. Schade, Michael, schade. Na gut, das war's. Genau, ich bin genauso kritikfähig wie die AfD in der. Der Patrick steht hier und schüttelt mit dem Kopf. Und lustigerweise, obwohl ich mit ihm gar keinen Kontakt habe, hat Mr. Trash TV das in einem Video über Erik auch gesagt, dass das wohl rumgegangen wäre. Ja, warum das wohl rumgegangen ist? Negativ roasten sollte. Ich habe nie gesagt, dass er ihn nicht negativ roasten sollte. Bruder, als wenn ich käuflich wäre und jemanden sage auch, roaste den nicht negativ, weil, oder tu das nicht, weil. So, dann hatte ich einen privaten Disput mit Yvonne gehabt, aha, der auch von ihrer Seite nicht gerade freundlich geführt wurde, aber das hat sie ja auch selber gesagt, dass sie eben auch energisch ausfallend werden kann. Ich war nicht ausfallend. Ich war nicht ausfallend. Ich habe euch die Memos gerade abgespielt, ja, diesen Disput. Nur, lieber Merkel, ob du, wenn du eine Lüge erzählst, in dem Kontext zusammen mit Saniel, ich hatte ein Porno gedreht, Entschuldigung, soll ich danach sagen, oh ja, danke und hey, du, ich wollte mal nachfragen, ob das so stimmt und so und ich finde es total toll, dass du Lügen erzählst über mich im Stream und ja, dass der Saniel auch eine Lüge erzählt, ich hatte ein Porno gemacht und so, das soll ich dann einfach so hinnehmen, also das ist völlig in Ordnung. Man versucht mich hier zu gaslighten, sein Urgroßvater, das haben die auch alle geschafft. Aber es ist Feierabend, es ist genug damit. Ich habe gesagt, das ist belegt, zeigt die Nachricht, ich tue es auch, jemanden nicht hart angehen wegen der Presse, um Michael zu schützen, dass der nicht so negativ in die Presse gerät, ist was anderes, wie wenn ich jemanden sage, bewerte den nicht negativ. Also, Entschuldigung. Also, da braucht man ja keine Gehirnzellen haben.
Und das habe ich dir privat im Vertrauen gesagt, um dir zu helfen. Das habe ich dir auch erklärt. Und das habe ich dir auch im Memos gesagt. Und dann hast du dich auch entschuldigt und hast gesagt, ist ja gut und alles okay. Und ja, dann habe ich es falsch verstanden, weil ich habe es halt anders ausgelegt. Ja, ja, Michael, du legst Dinge immer gern anders aus und interpretierst Dinge anders. Ne? Genauso wie du uns alle für dumm verkaufst, dass du nicht wusstest, was die Kurfürstenstraße in Berlin ist. Lachst dich aber darüber tot und postest das in deiner Story. Erzählst uns Öffentlichen aber jetzt allen, ja, du wusstest gar nicht, was das für eine Straße ist. Das könnte ja jede x-beliebige Straße auch in Baden-Baden sein. Also, das ist ja schon, das ist ja schon dreist, auch Zuschauern gegenüber. Ja, man kann mich ja auch nicht mögen, aber selbst die sagen dann bei dir hier, Entschuldigung, also so doof sind wir jetzt auch nicht, ne, Freunde. Ich wollte dem helfen, damit der nicht negativ in die Schlagzeilen kommt. Ja, oh mein Gott, einfach. Und der. Okay, wir hören weiter. Ist einfach unfassbar. Also es, ich kann schon, ich habe einen Puls von 300, ne? Okay, weiter geht's. Weiter zu. Das hat mich schon ziemlich hart getriggert, weil ich ganz normal einfach nachgefragt habe, warum sie mich in ihrem Live zum Thema macht, nachdem Erik bei mir drin war und mich. Bruder, es triggert ihn, weil er bei mir im Live ist. Aber ihn triggert es nicht, dass Daniel sagt, er hätte ein Porno von mir gesehen, den es nicht gibt. Und ich hätte was gesagt, was nicht stimmt über Erik Sinnermann und ihn. So, weiter geht's. Ihm von Schande gewünscht hat, ja. Das darf er ja auch, der Erik. Ich habe ihn gelassen, ich habe ihn gewehrt. Würde ich jederzeit wieder machen können. So, wie auch immer. Von Erik habe ich gedroppt. Und ja. Ich habe mich da auch nicht groß eingezeckt. Ah. Ich hatte nach einer sehr schlechten Besprechung mit ihm mal hin und her geschrieben. Aha. Und. Lüge. Du hast mir selbst gesagt in einem Audio, dass es nicht richtig war, dass du mit ihm gut Freund gemacht hast und dann das genutzt hast. Das würdest du auch so nicht wieder machen, hast du mir gesagt. Und ja. Ist es nicht so? Muss ich die Memo auch raussuchen? Okay, weiter geht's. Dann haben wir auch einmal telefoniert und er sagte mir... Ihr habt telefoniert sogar? Zu dieser einen schlimmen Folge, ah ja, ich habe die meisten Follower. Das finde ich nicht schlimm, wenn man das dann weiter sagt, weil es war ja sogar lustig. Also. Du findest auch immer alles witzig, ne? Du sagst immer alles, das war ein Witz, genauso wie ich wäre so kritikunfähig wie die AfD. Das war ja auch nur ein Witz. Und gestern hast du mir auch geschrieben mit deinem Post, dass ich Straßenstrichwissen hätte. Hättest du, ich sei ja humorbefreit. Das ist alles bei dir ein Witz, ne? Ist alles bei dir ein Witz? Ja, ja, ich bin ja total humorbefreit. Und ich dramatisiere ja wie immer über, mich mit dem Straßenstrich zu vergleichen, klar. Es war ja wirklich lustig. Ich mach... Ich lach auch immer noch. Ey, Michael, du hast mir gesagt, du kannst ihn auch nicht leiden. Du hast, also, Michael, also, nee. Meine Sachen hier mit Humor, mit Feingefühl, mit... Feingefühl, Feingefühl. Oh mein Bruder, der redet von Feingefühl. Einem psychologischen Hintergrund. Welchem psychologischen Hintergrund denn, bitte? Was mich wirklich, was ich wirklich sehen möchte, was wir alle sehen möchten, ist dein Bachelor, dein Abschluss. Ich will einfach nur, dass du, dass, also man muss nicht zeigen, ich habe aber auch immer meine Zeugnisse gezeigt und so und all das. Aber da du das immer so sehr sagst, dass du Wirtschaftspsychologie studiert hast, würden wir wirklich alle gerne wissen, an welcher Uni das denn war, beziehungsweise wo du deinen Bachelor gemacht hast. Das würde uns wirklich brennend interessieren. So. Und einen fundierten Wissen und das mache ich sehr gerne. Ein fundiertes Wissen, das macht er sehr gerne. Okay, fundiert, aber das musst du belegen. Wenn du sagst, dass ein psychologischer Hintergrund ist, das fundiert ist, wenn du das so sagst, dann solltest du uns auch diese Fundierung zeigen, dieses Fundament, ja? Dadurch glaube ich schon, auch wenn es Yvonne meint, dass es nicht so sei, dass sie schon eine Berechtigung hat, diese Sachen auch zu machen. Ja. Welche Berechtigung denn zu machen? Darf jetzt keiner mehr reagieren, keine Reactions machen, weil wir jetzt dann kein Wirtschaftspsychologe sind oder so? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Zwischen Meinungsblogging und Wirtschaftspsychologie? Warum erhebt er sich so? Also einmal Kjell sagt, er darf das alles so, der hat den Durchblick, nur er
Weil das ja fundiert ist, dass er uns nicht belegt hat. Er steht auch nirgendwo auf seiner Page, wo er seinen Abschluss hat, wo er seinen Bachelor oder seinen Master gemacht hat. Das steht nirgendwo. Okay, das ist jetzt Hörensagen, okay. Aber deswegen haben alle anderen jetzt Unrecht und deswegen darf er somit jetzt mit uns Menschen umgehen. Deswegen ist das jetzt dann fundiert oder wie? Oder wie soll ich das jetzt hier verstehen? Jemand, der Wirtschaftspsychologie studiert hat, legt Karten im TV. Verstehe ich nicht so ganz. Also kriege ich jetzt ganz gerade, also das kriege ich jetzt nicht zusammen. Ein Wahrsager, der Wirtschaftspsychologie studiert hat, hat jetzt den Durchblick und deswegen alle anderen nicht, nur er. Nur er. Aber die Meinung der anderen, nein, nein, nein. Es zählt nur sein psychologisches fundiertes Wissen. Ja. Ich war in einigen Formaten gewesen bin und da glaube ich nochmal ein ganz anderes Auge auch drauf werfen kann, wenn es um die Besprechungen von Formaten eben geht. Weil du bei Kraft der Reality Stars warst, hast du ein anderes Auge anhand dessen. Du erzählst der Presse, das habe ich dir auch angekreidet, du erzählst der Presse bei Promis und mehr Dinge von Hörensagen, das habe ich dir privat auch gesagt, das sind Hörensagen, das kannst du doch nicht dann sagen, ja, aber ich habe das von drei Leuten gehört, also stimmt das. Nein, das hast du Hörensagen. Solange du doch nicht Beweise hast, kannst du doch einen anderen Menschen nicht verurteilen, also irgendeinen Darsteller, nur weil du es gehört hast. Denkst du nur, weil du das hörst, weil du, dann stimmt das? Mann, Maike, du bist über 40 Jahre alt. Das habe ich dir auch gesagt, privat. Das kann doch nicht wahr sein, dass du so denkst, nur weil du etwas hörst, dass das dann die Wahrheit ist. Und dass das so ist und stimmt. So. Es gab, wie gesagt, dann einen privaten Schlagabtausch zwischen Yvonne und mir auf WhatsApp. Dieser ganze Verlauf ist nicht öffentlich und da habe ich auch mich nicht öffentlich zu geäußert. Aber ich habe dich gefragt, ob ich das veröffentlichen kann, was ich auch gleich veröffentliche, was du zu mir gesagt hast. Ich werde auch natürlich die Nachrichten davor veröffentlichen, die ich gesagt habe, damit jeder sieht, dass ich niemals jemanden so beleidige, niemals jemanden angehe, gar nicht, sondern dass du, Michael, einfach, was ich dir auch gesagt habe, ein schlechter Mensch bist. Du bist einfach abgrundtief ein schlechter Mensch, weil nur ein schlechter, böser Mensch sagt solche Dinge, die gleich kommen. Oder auch nur irgendetwas da davon veröffentlicht. So, da muss ich aber sagen, dass ich hart getriggert war. Aufgrund welchen Grundlage warst du denn hart getriggert von mir? Ich bin gespannt, was er jetzt sagt, warum er hart getriggert war. Und sie daraufhin mir... Ja, aber auf was getriggert? Auf was? Er sagt, er war hart getriggert, aber er sagt nicht, weshalb. Weshalb habe ich dich denn getriggert? Du hast mich nach einer Meinung gefragt und ich habe dir meine Meinung gesagt, dass ich es link finde und falsch finde, so mit Menschen umzugehen, was du nicht nur mit Erik gemacht hast, nicht nur mit mir gemacht hast. Das hast du auch mit anderen gemacht. Das hast du auch mit Nalina Christine gemacht, ne? Oder warum habt ihr keinen Kontakt mehr? So, Michael. Sagte, was sie, also eine Aussage, was ich denn denken würde, wer sie ist, das habe ich ihr dann auch mal ganz offen gesagt, ja. Genau. Ich habe dich gefragt, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Part der Geschichte. Ich habe dich gefragt, warum fixst du mich hier von der Seite an, Donnerstagabend? Ich muss arbeiten, weil ich in einem Livestream gesagt habe, dass ich es falsch finde, wie du vorgegangen bist und wie du vorgehst. Und das war's. Und ich das richtig finde, dass man dir ins Gesicht sagt, was man nicht gut findet. Ich habe nicht mitbekommen, wie Erik das gesagt hat. Und das würde ich auch nie verteidigen, wenn da irgendwas Beleidigendes war. Das habe ich aber nicht, ich habe das nicht unterstützt. Hör genau hin, was im Stream war. Oder was ich schreibe, okay? Ich habe das gesagt, was ich dir vorher auch schon ins Gesicht gesagt habe. Deswegen sehe ich ja kein Problem da drin, das ja auch öffentlich zu sagen, wenn man mich oder also uns, Tana, mich und die anderen scharf kritisiert im Stream. Wir würden Erik da unterstützen jetzt, obwohl der eben dich beleidigt hätte, so. What the fuck? Warte, ich muss zurückspulen. Was? Auch nur irgendetwas da davon veröffentlicht. So, da muss ich aber sagen, dass ich hart getriggert war und sie daraufhin mir sagte, was sie, also ja, Aussage, ja. Was ich denn denken würde, wer sie ist. Das habe ich ihr dann auch mal ganz offen gesagt, ja. Genau. Und warte. Und das war vielleicht auch ein bisschen verletzend. Aber auf jeden Fall. Gut, dann müssen wir Pause machen.
Gut. Da. So, meine Lieben, jetzt muss ich da. Was er zu mir gesagt hat, aufgrund dessen, was er denkt, wer ich bin, warum er mich hier von der Seite anfickt, hat er mir nämlich Folgendes gesagt. Ich möchte, dass das klar ist, dass er mir das gesagt hat, ohne dass ich ihn beleidigt habe, diffamiert habe mit Lügen oder andersweitig. Er hat mir das jetzt, was jetzt kommt, gesagt, nachdem ich ihn gefragt habe, was er von mir hier will, donnerstags abends schon wieder, weil das der Tag davor wieder abging. Was willst du? Was denkst du, wer ich bin? Also, ich habe keine Beleidigung rausgehauen oder irgendwas. Ich kann Yvonne bestätigen, dass die Kurfürstenstraße, und es gibt natürlich den Kudamm, ja, das hat aber nichts mit der Kurfürstenstraße zu tun, die dort von Markiel benannt wurde. Ich kann euch bestätigen, das kennt jedes Kind. Und wenn man sich auf dem Pausenhof mal so ein bisschen gegenseitig geärgert hat, dann hat man als Kind gesagt, ja, deiner Mutter arbeitet an der Kurfürstenstraße. Und jedes Kind wusste sofort, was damit gemeint ist. Ja, das war ja nicht gemeint damit, dass deine Mutter ja bei Chanel arbeitet oder am Town Scene im KDW, sondern damit war eine andere Ecke in Berlin gemeint. Und das ist streng genommen ein Hartgeldstrich. Ja, da gehen die Leute hin, die nicht so viel Geld überhaben, und leider Gottes auch die Damen, die dort ihr Geld verdienen wollen, sind oftmals auch nicht freiwillig dort, und man sollte das eigentlich sehr, sehr kritisch sehen, was dort passiert. Na? Ist vielleicht fast ein eigenes Video mal wert, aber da sollte man sich auch immer ein bisschen zurückhalten, weil leider Gottes in Berlin gewisse Straßen auch in den Händen von Leuten sind, mit denen man jetzt nicht unbedingt Kontakt haben möchte. Zumindest ich nicht. Na? Ansonsten kann ich euch nur sagen, ist das schon, geht es schon in eine Richtung, die sehr grenzwertig ist und unter die Gürtellinie geht. Meiner Meinung nach, das kann man auch verstehen, dass sie da so ein bisschen getriggert ist. Vor allen Dingen, weil dort ja auch Dinge behauptet werden, die nicht der Fall waren. Ja? Sie hat laut eigenen Aussagen getanzt und geht ja damit auch offen um. Und da gibt es ja vielleicht nochmal einen Unterschied, ob du jetzt mal Go-Go getanzt hast oder vielleicht auch deinen Körper anderweitig angeboten hast. Und selbst wenn sie das mal gehabt haben soll oder gemacht haben sollte, was jetzt nicht der Fall war bei ihr, ja, ohne dass ihr jetzt hier wieder hier unten reinschreibt, das hat sie auch gleich gesagt, ja, ich sag's jetzt auch nicht, aber selbst wenn sie das gemacht hätte, gäbe es jetzt keinem das Recht, da immer wieder drauf rumzuhacken, ja, also finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig, man muss sie jetzt nicht mögen, aber das war schon teilweise sehr fies, ja, da saß ich auch mit meinem Popcorn vor der Story bei Instagram und dachte mir nur, oh Gott, in welche Richtung driftet das jetzt mittlerweile ab, ja. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier auch anmerken sollte und wie weit das dann sogar ging von seiner Seite aus, also von Markiels Seite, möchte ich dann in der nächsten Folge euch erzählen. Und da kann man auf jeden Fall einiges auch noch zu sagen, denn dann wird es richtig bodenlos, wie ich finde. Und ihr könnt gerne unten reinschreiben, was ihr bislang zu der ganzen Geschichte sagt, ob ihr im Zwiespalt seid. Ich habe das letzte Video mir alles durchgelesen. Wie gesagt, ich habe da so auf Herzen verzichtet, nicht, dass ich da noch mehr Öl ins Feuer gieße. Die Leute gucken sich ja die Videos auch bei mir an. Und wie gesagt, ich möchte hier möglichst neutral berichten, auch wenn Markiel jetzt irgendwas dagegen haben sollte oder das nächste Video blöd findet oder eins der Videos irgendwie was dazu sagen möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Ja, also wie gesagt, möchte ich nicht zu einseitig hier werden, aber dass da auf jeden Fall so ein paar Sachen nicht okay waren, sollte er im Nachhinein auch so sehen. Ja, also ganz fair hier. Das soll es dann für heute schon gewesen sein. Wie gesagt, den zweiten Teil gibt's. Ja, den nehme ich für euch auf. Ob er jemals erscheinen wird, das entscheidet ihr jetzt. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, drückt gerne auf die Glocke, dann kriegt ihr alles mit. Like die Videos immer, das hilft sowieso immer sehr. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.